Herzlich willkommen, Leute. Hier sind eure weihnachtlichen Gamer Neighbors mit einer weiteren Folge Noskorf. Ich bin der vollprall geschenkbepackte Sebastian und bei mir ist auch der Wichtelmeister Fabio. Was geht ab, Leute? Ich habe alle Geschenke im Gepäck. Alle Geschenke im Gepäck. So, jetzt haben wir ganz spontan überraschend doch eine Runde gefunden, denn irgendwie ist Noskorf gerade wieder so ein bisschen langsam unterwegs, da Rangliste zu ist, Capture the Bodies in 3 Tagen erst kommt und der andere Modi, den wir gezockt haben, eigentlich hätte noch irgendwie meines Erachtens nach, wie ich das Datum mich noch erinnern kann, hätte heute noch da sein müssen, aber ist es nicht. Flashpoint war das. Mir fällt gerade das allererste Mal auf, dass wenn ich rückwärts gehe, gehe ich langsamer als vorwärts oder seitwärts. Ja, ungelungen, das fällt mir jetzt gerade das erste Mal auf. Oh! Alter. Hier unten links sind die alle drin. Oh, hier bin ich schon wieder dieses Betäubte. Ja, dieses komische Betäubtsein, was sonst immer noch ein Rätsel ist. Oh. Ja, alles klar. Nein, wie die mich noch gekriegt hat. Ich muss irgendwie gerade Klasse wechseln. Mein Aim ist gerade wieder zu schlecht für den Shit. Auch wenn ich diesen Flächenangriff so sehr mag von ihr. Ich werde gespawnt und direkt vor dem Flieger gepackt. So gehört sich das. Ich habe tatsächlich keinen Kill gemacht. Ja, und jetzt bin ich schon wieder... Ich bin direkt tot. Läuft. Ich spawn gerade und bin direkt tot. Was nennt man wohl Spawn-Kill? Ja, unser Typ wird da oben auch schon wieder zerfetzt. Ja. Ja, ich glaube, ich bin jetzt auch tot. Ich darf nicht wegrennen. Ich darf nicht wegrennen. Ja, diese Auto-Attacks, die kommen problemlos hinterher. Du entkommst diesen Auto-Attacks nicht. Über euch ist ein Tank. Ja, die rippen uns. Ich sag rip. Über uns, Tank. Nice. Scheiß Pisser, Alter. Alter, wieso wäre ich auch noch geslowt da drin? Alter, 2 Beschwörer mit Schild kommen um die Ecke. Und ein Flieger. Ja, wieso jumpt denn unser Typ denn da runter? Ripp, du Pisser! Ich brauche schnell unten Hilfe. Guck bitte so schnell wie möglich nach hier unten. Wäre nicht schlecht. Okay, bin tot. Ja, ich war hier oben. Ich habe versucht hinzukommen. Aber ja, aber hättest du ja runter aimen können. Runter aimen. Ich war zu weit weg. Ich war da hinten. Ja, Tank ist oben. Der jetzt ist... Boah, wir teilen uns gerade so krass auf, ne? Der Typ dreht sich auch wieder nicht um. So, wir sind direkt auf der anderen Seite gespawnt. Wir kommen rüber. Tank bei euch. Ja, Mann! Alter, die rippen uns so krass, ne? Ja, ein Schuss fehlt und er kann einfach seinen Bash machen. Ja, das nennt man wieder heute die erste Runde des Tages. Ordentlich gerippt, ne? So wie es sich gehört. Auseinandergenommen hoch 10. Und wenn ich mir dann später die Spieleprofile von den Typen angucke, haben sie wieder insgesamt 10.000 Spielstunden. Ach ja, alles klar, das ist ein Flieger mit 1 HP. Aber er überlebt natürlich. Ach, meine Bomben treffen die nicht. Okay. Oh, ein Tank. Oh, noch ein Tank. Ja, und da bin ich weg, Alter. Die doppeln mich so, die Tanks. Besonders deren Taktik hat noch gut funktioniert. Die ficken uns voll. Und warum sie jetzt ausgerechnet noch zu 2 Tanks wechseln, ist mir ein Rätsel. Obwohl, das Lustige ist, um ehrlich zu sein, das ist hier wieder richtig schön back to the roots. Als die Vampire noch richtig OP waren und keiner mit den Menschen klarkam. Ja, ja. Und gleich kriegen wir so aufs Maul. Als Vampire, die jagen uns dann noch. So, als wären sie so Vampire Hunters. Oh ja.
No! Ungepackt. Zumindest nicht ich. Wow, gut gemacht, das Feuer. Ich schwöre, du musst auch gleich zur Granatentussi wechseln oder so. Das ist voll OP, wie wir hier wieder. Das geht eigentlich. Ich mach gerade eigentlich ganz gut Damage. Ja, und ich bin voll reingerollt, weil diese zwei Tanks einfach nur zuschlagen und irgendwie keiner auf die schießt, hatte ich das Gefühl. Ich habe nicht einen einzigen Kill. Das ist voll krank, was hier wieder abgeht. Ich glaube, vielleicht muss ich doch mal wieder echt den Dreier-Granatwerfer wechseln. So drei Schüsse zu machen ist zwar nice, aber irgendwie ist das Magazin so schnell leer geballert. Ich lass dich da mal alleine. Ich höre irgendwas bei dir, ne? Rip-Tank, du Pisser. Da oben läuft ein Tank rum, ne? Auf so. Einen habe ich weggesnippt. Nice. Ja, hinter mir noch einer. Ah, nice. Lol. Ja, der eine. Weg, ne? Ich bin grad. Ja, der eine wird verfolgt hier. Er braucht Hilfe. Hier schnell. Wieso stirbt die denn nicht? Endlich. Boah, hier ist so viel am Start. Zurück, zurück, zurück. Hier, Heilboden. Ja. Was? Ja, was bin ich jetzt gestorben? Weiß ach, ich. Und das Geile ist, wie die mich hauen. Und ich komischerweise so zurückgewämst werde. Ich darf gar nicht schießen, wenn die mich gerade so hauen. Ja, egal. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen aufgeholt. Das ist schon mal nicht schlecht. Da oben kommen sie. Und da kommt der Tank. Ja, RIP. Keine Chance. Ich weiß jetzt nicht, was los ist, aber als würde ich hier gefokust werden. Das ist so richtig komisch. Immer bin ich der Erste, der gerade stirbt. Das ist richtig nervig. Ja, einen verbleibenden Kill. Der letzte läuft dann noch mit so einer Lauer-P rum. Dann springt er da auch noch runter, bleibt dann da stehen. Hinter mir? Ja, oder war? Da war der letzte Kill, Alter, ja. Wir können ja maximal einen Unentschieden, glaube ich, noch raushauen. Da müssten wir ja echt hier fast schon zu null gegen die spielen. Ja, aber das wird wohl nicht machbar. Machbar wird das wohl nicht. Wir flecken uns auseinander, denn Fliegen hat das, ist das, was wir jetzt brauchen. Nicht. Mhm. Ja, mal gucken. Man findet in Oscorp nur Bees, wo alle overpowered sind. Sie haben 3000 Spielestunden, das nenne ich Bellingsing. Bellingsing, Bellingsing, wir packen alle in ein Team. Sie haben insgesamt 300 Stunden gegen 10.000 Stunden, das ist so super fair. Hey, Bellingsing, Bellingsing, wir packen alle rein. Da 1000er, hier 1000er und da habt ihr ein Zweier. Na, 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 die Stunden sind so wenig. Wir packen alle mit ganz viel ein Team, das wird super cool. Denn es ist so super fair, es macht eine Menge Spaß. Wir supporten die, die noch mehr spielen, denn das ist super cool. Denn Noskohoff, Noskohoff wird nur von den krassen Typen gehalten, die das Spiel in einer Woche schon 3000 Stunden lang gespielt haben. Yay! Die campen in der Ecke, der eine hat gepinkt. Ich weiß gar nicht, wie das geht, das ist so super krass. Ich fall in die Gegner rein, das war so super dumm. Der Fabio greift ein, doch ist schon fast wieder tot. Ich springe rein und bin auch fast wieder tot. Ich muss schnell aufs Dach, denn dann bin ich in der Not. Oh, 2 gegen 2, der ist allein. Ich hau ihn eine rein. Oh, der ist doch nicht allein, aber ich bin allein. Warum bin ich denn allein? Hey! Wo sind meine Mates? Wo sind meine Mates? Wo sind sie, wenn man sie braucht? Irgendwo da unten ist. Das Game ist so verloren. Natürlich, ach, 2-2. Aber ja, es ist verloren. Ich hunt den Tank, ich hunt den Tank, ich hunt den Tank, eine rein. Er will mit seinem Schild blocken und das klappt sogar fast. Und ich bin so gut wie tot. Ich bin One-Hit, ich bin One-Hit.
trotzdem gebe ich nicht auf. Denn das ist das Letzte, was wir brauchen. Einer, der gibt auf. Hey! Ich geb auf, ich geb auf. Der eine klaut den Heal. Das war ich, das macht so Spaß. Der eine lebt dann noch. Oh mein Gott, hier kommen gleich 3 Tanks. Die töten mich ganz schnell. 3? Nee, da waren nur 2. Oh ja, die haben auch 2. Sah aber erst aus wie 3. Wie er seine Echse hier rumspammt. Da! Alter, was in Hand. Und am Out. Oh, da ist ein. Wuhu! Ja, da bin ich tot, war mir klar. Das Game ist vorbei. Es ist so hart vorbei. Es ist so krass vorbei, bye, bye. Ich kann auch meine Klasse wechseln, weil es ist vollkommen egal, was ich in dieser Lobby spiele. Wir versuchen es positiv zu nehmen, denn das, was man positiv daraus nehmen kann, ist, dass Noskov ein schlechtes Balancing hat. Hey, Balancing, Balancing. Das müssen manche Games lernen. Wenn sie packen, welche mit ganz vielen hohen Spielstunden und Level zusammen und die ganzen niedrigen auch. Ja. Wir spielen super krass. Es ist super cool, Noskov. Na 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 na. Was ist denn das hier gerade für eine Freakshow? Es ist die super duper ultra Freakshow! Eine Peitsche kannst du dir sonst wo hinstecken. Der aimt der. Oh gut, der ist downgehunted. Nice. Da hinten steht die mit ihren Granaten. Alter, die sind ja überall, Mann. Die sind einfach überall. Die ficken uns in den Arsch. Ich fall auch noch ins voller voller. Ins Feuer rein, willst du mich verarschen? Ins voller rein, voller rein, voll, voll, voll. Voller rein. Ah, schön im Gift gehandelt, ach ja. Und hier Bombenangriff. Ach ja, da macht er seinen Wirbelsturm. Der ist ja gar nicht OP. Hinter uns. Der ist doch nicht OP. Ach, da bin ich tot. Der ist ja gar nicht OP. Ja! Boah, wie er mir die. Wie die jetzt mit 1 HP überlegt hat, ne? Ich hab deren voll aufgeladenen Schlag in die Fresse. Dann will ich da hinterherhauen, aber weil das natürlich langsamer ist, wie als wenn sie rennt, gibt mir natürlich der gegnerische Tank voll die Axt im Kopf, wodurch ich keinen mehr habe. Aber hey, ich bin ja super schlecht. Oh, noch 5 Kills, haben wir verloren. Ja, ja. Die ziehen uns sogar als Menschen ab. Ist halt so Balancing, ne? Aber Balancing. Knapp. Balancing. Kappa. Ich schwör, knapp ist das Match EU. Der Tank. Nein! One Hit! Bitte, Fabio, hol sie dir. One Hit! Ja! Die hat mich einfach kaputt geschossen! Und mich auch noch! Plus meine Monster! Die hat gerade mit 1 HP! Die hat mit 1 Punch überlebt! Und deine nächste! Oh mein Gott, endlich! Anstatt er die anhaut, muss er die echt noch anhanden. Die hatte 1 HP. Hat die noch 2 Kills mit 1 HP gemacht. Die Shirley ist richtig Profi. Ja, 3XN. Was ist 3XN? Was soll das heißen, 3XN? Das sind wieder Kackrussen, Mann. Bliet! Bliet! Weihnachtsmäßig Bliet! Ja, die haben uns doch immer gereckt, er hat richtig Bock gemacht. Ja, solche Runden will ich doch immer sehen. Und solche Runden wollen wir euch immer zeigen, Leute. Wir haben halt so viel Zeit, wir können halt am Tag 30 Stunden Noskov spielen, um euch die besten Folgen zu zeigen. Und das war halt eine davon. Ja, ist halt so, das müssen die Leute auch verstehen. Solche Losers müsst ihr euch nun mal auch reinziehen, wenn ihr sie sehen wollt. Weil die geil sind und Spaß machen. Das gehört halt nun mal dazu. Wir haben halt nicht ewig Zeit, Noskov zu zocken, müssen halt das nehmen, was wir bekommen. Und wenn das Balancing halt so gut ist, dann ist das Balancing nun mal halt so gut, ne? Naja. Das Spiel sagt, das ist gut für ihn, dann ist auch gut. Nein, ist gut für ihn. Ja, Leute, das war's auch wieder mit der Folge Noskov. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und schaltet auch nächstes Mal ein bei uns den Gamer Neighbors zu einer weiteren Folge Noskov. Haut rein! Haut rein!